Ja, Hallöchen hier, Leute. Streamview for Global Change und Castor TV Sport präsentiert hier den Pariser Platz mal wieder. Es ist grau, es ist regnerisch, es ist etwas nasskalt. Das ist der 13. Tag des Hungerstreiks der Flüchtlinge. Sie fordern Residenzpflicht abzuschaffen, die Lagerpflicht abzuschaffen und die Abschiebung zu stoppen. Ja, derzeit findet parallel wohl am Neuendorfplatz seit 13.30 Uhr eine Demonstration statt. Deswegen ist hier weniger Betrieb. Was es zu erzählen gibt, kann euch gleich jemand berichten, der direkt immer vor Ort ist. Und der wird euch ein bisschen so über die Stimmung erzählen, was hier so den Tag über los ist. Kleiner Veranstaltungshinweis, am Sonntag ist um 14 Uhr hier ein kleiner Event betreffend des Baumes. Und jetzt schauen wir mal, hier haben wir zwei Leute, die sich gut auskennen. Hallo. Hallo. Wie war die letzte Nacht? Dishab chajuri bud. Dar che hali budi? Dishab. Mesela inja budi dige. Aro inja budi. Inja budi mesela meshe. Wie jeden Tag schwierig. Wie jeden Tag schwierig, immer diesen Hunger auszuhalten. Und es geht sehr schwer, sehr schwer. Haben gesundheitliche Probleme und viel Ängste ist dabei und viel Gedanken. Nachts können sie nicht ruhig schlafen, haben Albträume. Und wissen auch nicht, was passiert. Diese Ängste haben sie 24 Stunden und versuchen immer mit Diskussion und so alles sich zu beruhigen. Ja, und die wissen noch nicht, ob das einen Erfolg gibt oder nicht, aber die hoffen, dass es einen Erfolg gibt. Und die haben die Hoffnung, dass die Regierung gutmütig wird und doch was macht. Und darauf machen sie immer noch weiter. Wie ist die Unterstützung hier vor Ort? Bekommt ihr Unterstützung von den Leuten? Von der Bevölkerung gibt es massive Unterstützung. Die sagen, sehr gut, sehr gut. Mige ataraf mardum be shoma komak mishe? Ye miqdar spende jam mishe dar roz. Hamin. Vali az taraf ساپورترهای خودمون آره کمک میشه از طرف مردم فقط اشپنده جمع میشه یه مقدار کم von der Bevölkerung kommt ein bisschen Spende damit sie essen und trinken kaufen können und hier warm machen können. Von Support wird auch sehr viel gemacht. Die Support ist steht immer noch hinter diese Leute und versuchen per Internet sehr viel machen, die Leute informieren. Und geholfen, nur von der Bevölkerung wird geholfen. Nur noch die Regierung will nicht helfen und das verstehen sie überhaupt nicht. Warum wird nicht geholfen? Braucht ihr irgendwas ganz wichtig hier? Habt ihr irgendwie einen Aufruf vielleicht an Leute, die hier in der Umgebung wohnen? Ob irgendwas braucht? Gestern war ich schon hier, da hieß es heißes Wasser, braucht ihr immer, ne? Ja, mir gehe ich. شما از مردمی که اینجا این نزدیکا زندگی میکنن کمک لازم دارید چه کمکایی میخواهید که مردم این نزدیک به شما بکنن اینجور که معلومه شما مثلا اکثرا خیلی آب داغ احتیاج دارید ما کمکی که از مردم میخوایم اول که چیزایی که اولیه میخوایم آره دیگه یه آب آیس واسا و بالاخره همین چیزای جزئی نوشیدنی باشه بعدم حالا این چیزا مهم نیست زیاد ولی چیزی که برای ما مهمه توجه مردمه که از اینجا که رد میشن یه توجه بکنن بالاخره نمیدونم تو روزنامه‌ای که از ما مینویسه بخونن به دردای ما رو بخونن مشکلای ما رو بخونن بدونن حداقل درد ما چیه چی میخوایم از این دولت Naja, heißes Wasser ist sehr wichtig, ein bisschen Spende ist auch sehr wichtig, aber spielt nicht so eine wichtige Rolle. Das wäre sehr gut, wenn die aufmerksam zeigen, wenn sie hier vorbeigehen, dass sie sich richtig hier angucken und die Zeitungen lesen, was für Probleme und Leiden, das wir haben.
und das würde uns sehr viel helfen, dass wir hier so weitermachen und versuchen auch, dass sie mit dem Regierungsapparat mit denen reden und Druck aufbauen, dass die Regierung wirklich hier für uns Flüchtlinge was macht, damit wir auch wieder eine normale menschliche Leben können und diesem Obdachlosigkeit Ja, ihr habt gehört, die Probleme sind mannigfaltig, sicherlich genauso vielseitig, weswegen auch die Leute hierher kommen. Sie flüchten und haben kaum Gelegenheit, irgendwie zu rasten und ruhen und sind nun hier in den Hungerstreik getreten. RefugeeTentAction.net ist die Internetadresse. Da findet ihr weitere Informationen. Ich lasse euch jetzt mal ganz kurz hier alleine mit dem Bild und flitze mal rüber und hole mal das Flugblatt. Betreffs der Aktion am Sonntag, zu der ihr alle herzlich eingeladen seid. Es rumpelt mal kurz, Sekunde. Oh, das ist ja schön. Ich habe hier noch einen Unterstützer gefunden, der mich jetzt so ein bisschen entlastet und das einfach mal vorliest, worum es dabei geht bei dem Baumfest. Also ich lese das hier mal vor. Gesellschaftliche Verhältnisse vom Kopf auf die Füße stellen. Wir, die protestierenden Flüchtlinge vom Pariser Platz, laden alle Refugees sowie alle Berlinerinnen und Berliner, alle Unterstützerinnen und Unterstützer für den 2. Dezember... nicht vergessen, 2. Dezember, zu einem antirassistischen, interkulturellen Baumfest ein. Zeitpunkt 14 Uhr. Parallel zur öffentlichen Einweihung des diesjährigen Berliner Weihnachtsbaumes in unmittelbarer Nähe. Kannst du mal die Kamera schwenken? Dann ja, schwenke ich da mal kurz rüber. Ja, das Prachtstück, das sogenannte. Oh. Wurde hier über eine Woche lang des Nachts immer schön eingeleuchtet und so, naja, über Geschmacks kann man sich streiten. Gut, weiter geht's. Das findet statt auch am 2. von 15 bis 21 Uhr. Wir nutzen diese Zeit, um nicht nur erneut auf unsere miserablen Lebensbedingungen hinzuweisen, und universale Menschenrechte einzufordern, sondern auch die Scheinheiligkeit dieses Weihnachtsbaumes als soziales Symbol im Angesicht weltweiter Armut, angesichts Kriege, Ausgrenzung, Diskriminierung sowie von steigenden Rüstungsexporten und der Zusammenarbeit mit autoritären Regimen als aufzuzeigen, die ja bekanntlich von Europa und insbesondere von Deutschland nach innen und außen betrieben und befördert werden. Seit dem Fall der Mauer schenkt die Froggen-Kommune in Norwegen der Stadt Berlin alljährlich einen Weihnachtsbaum als Symbol des Friedens und der Solidarität mit dem wiedervereinigten Deutschland. Mit 9% des globalen Waffenhandels nimmt Deutschland Rang 3 in der Welt ein und ist Exporteur mit den höchsten Zuwachsraten. Amnesty International kritisiert zu Recht nicht nur den Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland, sondern auch, dass, Zitat, 2011 das ganze Jahr über in Norwegen abgewiesene irakische Asylsuchende in die Hauptstadt Bagdad abgeschoben wurden. Zitat weiter, Im April äußerte sich der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung besorgt über die Bedingungen in den norwegischen Aufnahme- und Haftzentren für Asylsuchende und abgewiesene Asylsuchende.
Die Bedenken galten auch dem Aufnahmezentrum für unbegleitete Minderjährige, die Asyl suchten. Sieht so Frieden und Solidarität aus? Wir sind solidarisch mit dem Kampf aller Flüchtlinge auf dieser Welt. Wir wollen deshalb diesen Weihnachtsbaum einen antirassistischen interkulturellen Baum entgegenstellen, der gesamtgesellschaftliche Probleme und deren Ursachen nicht verschleiert und für eine Solidarität und ein gemeinsames, selbstbestimmtes Zusammenleben aller, unabhängig von einer vermeintlichen Herkunft, Religion, Lebensweise oder sozialen Status steht. Der Aufruf gilt: Schmückt mit uns diesen Baum mit antirassistischen und solidarischen Grüßen und Wünschen. Bastelt, was euch zu diesem Baum einfällt, und bringt Getränke und Leckereien mit. Für eine andere, bessere Welt ohne Diskriminierung und Ausgrenzung. Wir kämpfen weiter, bis alle unsere Forderungen erfüllt sind. So viel dieses Flugblatt. Ja, danke, 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 danke. Ach so, ja, das ist das Bild dazu. Ja, Baumfest, ne? Das findet ihr auch unter www.refugeetentaction.net. Ja, da findet ihr das und alle weiteren Aktionen, sicherlich auch News zu der heutigen Aktion, die ist auch im Internet wohl, schätze ich mal, jetzt verteilt werden. Ich kann aktuell nicht sagen, was am Nollendorfplatz um 13.30 Uhr los war oder jetzt noch los ist. Ja, mit den Tonproblemen, da kann ich irgendwie kaum etwas machen. Ich kann nur hoffen, dass ich gleich das schnell zu Hause auf die Reihe kriege, das Video hochzuladen, und dass da dann die Tonqualität besser ist. Einfach nochmal zurück zum Thema, es geht um die Anerkennung aller Asylsuchenden, den Stopp aller Abschiebungen, Aufhebung der Residenzpflicht und Schließung aller Isolationslager. Näheres zu den Forderungen der Flüchtlinge unter www.refugeetentaction.net. Wir sind hier in Berlin auf dem Pariser Platz. Heute ist der 13. Tag des wieder aufgenommenen Hungerstreikes. Ja, ihr seid hier herzlich willkommen. Ihr könnt gerne vorbeischauen. Heißes Wasser, habe ich gehört, ist sehr begehrt. Fruchtsäfte, auch kleine Spenden. Die Kissenaktion, man sieht die hier vorne. Ich fahre da nochmal mit der Kamera rauf. Wird auch immer, immer mehr. Ja, wie wir gerade gehört haben, ist die Unterstützung die einzige Unterstützung, die hier erfolgt, ist die aus der Bevölkerung. Die Regierung und auch der Bezirk unternehmen wohl nichts weiter, um hier in den Dialog zu treten, beziehungsweise um sich der Problematik überhaupt zu widmen. Ja, weitere Infos hier über diese Aktion und alles weitere über die Forderungen der Flüchtlinge unter www.refugeetentaction.net. Da erhaltet ihr auch weitere Links zu Aktionen, die ja nicht nur in Berlin stattfinden, auch in anderen Städten der Bundesrepublik, auch im europäischen Ausland und gerade in Wien, in Richtung Wien setzt sich gerade in Österreich ein Refugee-Marsch in Bewegung. Hier in Berlin sind die Leute ja auch aus Würzburg angekommen nach einem Fußmarsch. Das und alles und noch viel mehr fahrt ihr halt eben unter www.refugeetentaction.net, auch über weitere geplante Aktionen. Und ja, Leute, bleibt am Ball, informiert euch, teilt die Informationen, wenn ihr sie habt, ladet einfach eure Freunde ein, auch jetzt zum Sonntag, am 2. Dezember ab 14 Uhr hier zu dem interkulturellen Weihnachtsbaum.
Ich bedanke mich erstmal für euer Zuschauen, Zuhören, für eure Geduld und ja, bei Castor TV für den Support. Ich wünsche euch alles Gute für den heutigen Tag und ich melde mich morgen wieder. Am Wochenende werde ich wahrscheinlich hier ab 14 Uhr berichten, einen kurzen Nachrichtenstream machen und selbstverständlich am Sonntag ab 14 Uhr hier dann auch von der feierlichen Baumeinweihung berichten. Bis dann, macht's gut, tschüss.